heirate morgen. Niemand zwingt dich dazu. Du kannst noch zurück. Es tut mir leid. Gleich wieder weg. Hagen und Sebastian warten schon. Ich suche meine Ringe. Hast du sie irgendwo gesehen? Welche Ringe? Welche Ringe wohl? Bist du dir denn sicher, dass du sie hier hast liegen lassen? Ja, ganz sicher. Vielleicht hat sie ja jemand weggeräumt, Frau Linse oder Justus. Justus? Warum? Um Linse einen Antrag zu machen? Aber das gibt's doch nicht. Die können doch nicht weg sein. Ach, weißt du was? Lass die beiden nicht warten. Ich suche für dich, okay? Falls du sie finden solltest, ich bin oben. Gut. Was ist passiert? Komm, trink mal einen Schluck Wasser, ja? Wie geht's dir? Ich weiß nicht, was ist denn passiert? Du bist einfach umgekippt. Oh, das ist Kleid. Ich muss das jetzt gleich raus. Warte, ich helfe dir mal. Der Notarzt müsste gleich hier sein. Ach, nee, ich brauche keinen Arzt. Was? Bist du sicher? Du bist eben in Ohnmacht gefallen. Nein, es geht schon wieder. Ja, ist gut, ich sag Bescheid. Was ist mit dir? Mama, du kannst mir alles sagen, das weißt du doch, egal was es ist. Die Hochzeit morgen, ich... Du weißt nicht, ob du das Richtige tust. Hi. Der Tod von Timos Großvater. Kam mich ungelegen? Ein Mitbringsel aus meiner Heimat. Oje. So wie es aussieht, liegt bei dir auch mal wieder einiges im Argen. Ich bin so froh, dass du da bist. Hey, was ist denn los?
kann sie auch irgendwie verstehen. Ich meine, wenn sie sich von Tristan trennt, ja, dann gäbe es einen Rieseneklat. Die Familie würde ausflippen. Ja. Und wenn es ganz schlecht läuft, hast du sogar einen Bruder weniger, weil Tristan nichts mehr mit dir zu tun haben will. Das wäre furchtbar. Aber ich würde es in Kauf nehmen. Ich bin einfach nur ein bisschen nervös wegen morgen. Schatz, du bist gerade umgekippt. Ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen zu wenig gegessen. Du weißt ganz genau, dass ich nichts unterkriege, wenn ich so nervös bin. Mir geht's echt gut. Ja, aber falls da noch irgendwas anderes ist, mal abgesehen von der ganzen Aufregung. Da ist nichts. Ich will einfach nur, dass alles gut geht und dass wir glücklich werden. Du denkst an dich und Hagen. Mama, ich will einfach keinen Fehler machen. Das ganze Leben mit demselben Partner, das ist eine große Entscheidung. Und Garantien gibt es nie. Aber du hast mit Hagen keinen Fehler gemacht. Auch wenn eure gemeinsame Zeit vielleicht nicht gerade lang war. Aber ihr habt euch geliebt. Und wenn man das rückblickend von einer Beziehung sagen kann, dann war das doch immer ein Gewinn. Es gibt so vieles, was ich Tristan noch sagen möchte. Du hast doch noch kein Ehegelübde für die Traum verfasst, oder? Wenn du dir ganz in Ruhe über deine Gefühle klar wirst, dann werden vielleicht auch die kalten Füße wieder warm. Klarer Fall. Sie liebt dich. Aber sie hat Angst vor den Konsequenzen. Ja, weil ich eine Frau bin. Ja, ist, glaube ich, auch ganz schön merkwürdig, sich in eine Frau zu verlieben. Also, wenn man selber eine Frau ist, natürlich. Und sie will Tristan nicht verletzen. Das will ich auch nicht. Aber kann man wirklich auf Dauer aufeinander verzichten, nur um einem anderen nicht weh zu tun? Nein. Hier bist du. Wir dachten schon, du bist abgehauen. Wir stehen uns da draußen die Beine in den Bauch. Wenn du glaubst, dass du dich vor deinem Junggesellenabschied drücken kannst. Die Ringe sind weg. Ich habe überall gesucht, ich habe das Personal gefragt. Weg. Okay. Wo hattest du sie zum letzten Mal? Eigentlich in der Küche, aber da hat Rebecca auch schon gesucht. Was mache ich morgen ohne Ringe? Heiraten. So oder so. Und wenn sie nicht wieder auftauchen, lässt du dir eben neue machen. Das waren Unikate und der Juwelier sitzt in Solingen. Ja, ganz ruhig, ein Anruf würde reichen. Und während wir bis morgen warten, machen wir ordentlich einen drauf. Was wird das jetzt? Wir wollen, dass du richtig gut aussiehst. Vielen Dank für eure Fürsorge. Immerhin bleibst du deinem Stil treu. Ich konnte ihm gerade noch ausreden, dass er dich mit einem Bierfass auf dem Rücken über die Kühe jagt. Das Kuhkostüm ist immer noch im Rennen. Mit Gummihandschuhen als Euter. Gar nicht großes Kino. Jetzt komm schon. Man heiratet nur einmal. Das sagen die Richtigen. Tristan. Du bist mein Vertrauter. Und wir sind ein gutes Team. Und darum sage ich heute ja. Zu dir und zu uns. Junggesellenabschied im Schneiders. Sehr einfallsreich, Jungs. Freu dich nicht zu früh, das ist erst der Anfang. Na toll. Zwei Herren eine Decke, ein Bier für unsere halbe Leber. Du sorgst so gut für mich. Ich habe da einen völlig abgefahrenen Club aufgetan. Da tragen die Bedienungen angeblich nichts. Außer ich will das bisher gar nicht wissen. Ich muss morgen fit sein. Marlene hat dich ab morgen für den Rest ihres Lebens. Ich würde sagen, wir stoßen jetzt erstmal an auf deinen letzten Abend in Freiheit.
ist man jetzt verspießig geworden, oder? Jetzt mal ganz im Ernst, Jungs. Ich hab immer noch kein Ehegelübde für morgen. Bitte was? Ehegelübde? Das wird ja immer schlimmer mit dir. Ich würde sagen, du vergisst diesen ganzen Quatsch jetzt mal und gibst noch mal richtig Gas. Tristan, du bist mein Halt. Mein bester Freund. Und für all das danke ich dir. Na, der Ehevertrag? Nein, das Ehegelübde. Willst du es mal lesen? Ach, wie ich dich kenne, hast du viel zu tief in den Schmalztopf gegriffen. Dann sag's mir aber bitte. Hier bist du! Es kann losgehen, jetzt wird gefeiert! Nein, sag nicht, du kommst auch mit. Ja, 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 du kannst mir dankbar sein. Deine Schwestern wollten dich auf offener Straße Küsse verkaufen lassen. Ja, gell? Was Tristan und seine Brüder können, das können wir schon lange. So, los jetzt, das Taxi wartet. Tanja, wie fandest du denn mein Ehegelübde? Es ist sehr sachlich, aber weißt du, das ist die beste Basis für eine Ehe. Sehr witzig. Kennst du das, wenn sich plötzlich alles richtig anfühlt? Ja, vielen Dank auch. Ist vielleicht schon eine Weile her, aber ich war auch schon mal verliebt. Ich meine, es gibt 7 Milliarden Menschen auf der Welt, aber du hast das Gefühl, du hast den absoluten Glücksgriff getan, weil du ihr begegnet bist. Vielleicht solltest du doch noch mal mit Marlene reden. Wieso? Gerade eben warst du doch noch der Meinung, ich soll ihre Entscheidung akzeptieren. Ja, das kommt jetzt vielleicht überraschend, aber ich habe nicht immer recht. Aber ich kann dir nicht sagen, was sie nicht eh schon weiß. Da haben wir ihn ja. Jetzt ist es vorbei. Essen und Trinken löst zwar keine Probleme, aber man leidet deutlich angenehmer. Bist du dabei? Darauf, dass morgen ein ganz glücklicher Tag für dich wird. Trotz der ganzen Aufregung. Jetzt geht's ja wieder. Muss am Alkohol liegen. Tristan ist genau der Richtige. Ihr beide seid ein Traumpaar, beruflich und privat. Und ihr liebt euch. Naja, Liebe wird ja ein bisschen überschätzt, ne? Manchmal kommt es auch einfach nur darauf an, dass man sich aufeinander verlassen kann. Ja, also auf Tristan. Auf Tristan. Auf Tristan. Tristan. Sag mal, was ist jetzt eigentlich mit der Niedersbrunnen? Seid ihr weit? Ja, also hier ein bisschen. Aber. Seit wann bist du denn eigentlich so ein großer Fan von ihm? Naja, ist ja ein toller Typ. Ach, Marlene, es wird immer mal jemand kommen, den man spannend findet. Ein Mensch, der die Beziehung auf die Probe stellt. Du denkst also, Rebecca ist nicht mehr für mich als ein Beziehungstest? Irgendetwas reizt dich an ihr. Ich kann nicht nachvollziehen, was es ist, aber gut, eben das Seine. Hör mal, die Schmetterlinge im Bauch, die werden vergehen. Aber Tristan, der bleibt ein Leben lang.